Kapitel 22. Der zahnlose Leichenschänder. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Und ihr habt wahrscheinlich das letzte Video gesehen, was bisher geschah, von Folge 1 bis 21. Und da habe ich ja aufgerufen dazu, dass wir jede Unterstützung brauchen. Und ich habe jetzt hier Unterstützung live hier im Studio, im Wilden Westen, in der Prärie, bei uns. Und zwar in der Form von Cowboy Jim aus Texas. Hallo ja. Freunde, ich bin Cowboy Jim aus Texas, der immer auf seinem Pferd saß. Und wir machen heute erstmal ein richtig schön hartes Red Dead Redemption. Und ich muss mir vom Sarazar immer noch erklären lassen, was hier eigentlich so passiert. Das ist ja auch so Ponyhof-mäßig mit Pferdereiten. Absolut, so, ne? Abenteuer auf den Reiterhof. Auf dem Reiterhof hast du ja gespielt und da kennst du dich ja auch ein bisschen mit Pferdchen aus. Was war denn da dein Lieblingspferdchen? Boah, das kann ich dir gar nicht mehr so sagen. Ich glaube, es war Rüstypsilon, der Hengst. Ein schwarzer Mustang. Du hast das bestimmt auch mit Begierde verfolgt. Das natürlich. Ja, das kenne ich natürlich jede Folge von. Also natürlich, ich auch auswendig einfach. Manchmal lade ich auch die Familie ein, mache mal schön Kaffee und Kuchen mit Abenteuer auf dem Reiterhof. Ja, und wir reiten heute ein bisschen durch die Prärie. Gronkh ist dabei, wie man es gehört hat. Der gute alte Haudegen hier im Wilden Westen. Schon schön hier auf die Tischkante gerotzt im Büro bei uns. Sieht aber süffig aus. Guck mal, wenn ich das so ein bisschen verschmiere. Hast auf jeden Fall das richtige Cowboy-Grün. Ja. Habe ich auch lang für trainiert. Habe vorher meine Fassbrause getrunken, damit es erstmal richtig hart kommt einfach. Ja, und wir können uns jetzt entscheiden, was sollen wir denn heute machen? Also, in der letzten Folge, liebe Freunde, ihr wisst ja, da haben wir diese Gatling-Gun ergattert von Irish, dem Irren. Irish, so nennen wir den. Den hast du auch gesehen in dem Recap, wahrscheinlich, in dem Wiederholung. Ja, ich musste es mir viermal angucken. Du hast mir das ja viermal gezeigt. 15 Mal. Mit stolz geschwollenen Brüsten hast du mir das ja gezeigt. Genau, 15 Mal. Ja. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, liebe Freunde, ne, dann könnt ihr auf jeden Fall, hier unten ist bestimmt Videoantwort und so, der ganze Schnickschnack, ne, haben wir alles drin. So, und jetzt können wir uns natürlich überlegen, was wir hier machen wollen. Ich schau mal gerade auf die Karte, die kennst du ja noch gar nicht. Nee, hier, ich bin Karte. Ja neu hier, zeig mal. Also, das hier ist unsere Karte, wir können hier rein und rauszoomen, ne? Ja. Zoome ich mal gerade raus, zufälligerweise. John Marston, unser Held, unser Cowboy hier im Wilden Westen. Und wir haben das Ziel, Bill Williamson dingfest zu machen. Genau, genau. Einen alten Cowboy. Der Typ aus dem Fort am Anfang. Genau, und genau. Der ist sogar ein altes Bandmitglied von John Marston, so weit ich das mitbekommen habe. Aber die Frage ist, wo müssen wir denn jetzt hin? Was haben wir denn für Quests noch offen? Wir können ganz viel machen. Wir können einmal zum Beispiel zu Marshall Johnson, dem Marshall, das ist also hier ein rechtschaffener Kerl, bei dem wir ein paar Banditen erledigen müssen. Marshall Erickson ist da auch dabei? Oh ja, Eric Erickson ist dabei. Ach so, ach sieh mal an. Das sind bestimmt Kumpels. Okay. Den kenne ich gar nicht. Marshall Erickson? How I Met Your Mother? Ach so, ja, ach, da musstest du erstmal hier mein Gedächtnis, tut mir leid. Ja, ich bin ja sonst nur im echten Wilden Westen. Komm, wir reiten mal los, damit die Karte hier nicht so lange im Bild ist. Ja, genau, und Seth ist auch noch ein Kerl, der Grabräuber. Den können wir eigentlich mal hinfahren, weil es ein echt abgedrehter Typ. Komm, dann markiere ich mir das gerade nochmal. Das habe ich natürlich wieder verdasselt, das mache ich öfter übrigens. Alles klar, das ist ja auch eben die Ecke, da kann man kurz mal hin. Genau, da können wir mal kurz hinreiten, durch die Prärie. Schalt mal Navi ein, dann kannst du mal gucken, ob hier irgendwo Stau ist, auf der Umgehungsstraße. Ja, wir haben hier ein super Navi in unserem Pferd. Ja, das ist gut. Super. So ein Pferd einfach. Das Pferd heißt übrigens Napoleon. Napoleon. Ist aber auch BMW, ne? Ist ein BMW. Cool. BMW Napoleon. Und wir befinden uns hier übrigens nicht, man könnte ja denken, im Jahr 1860 oder 1880. Und das dachte ich zu Beginn des Spiels auch. Ja. Aber das ist gar nicht so. Wir befinden uns hier schon um 1910. Ach, und der krass. Wilde Westen, der ist im Rückgang. Also wirklich, der Wilde Westen schrumpft. Die Technologie ist auf dem Vormarsch. Ja. Es gibt die ersten Autos und so weiter. John Marston hat ja das Problem, dass er nicht ganz mitkommt mit dieser ausklingenden Zeit der Westernhelden. Genau so ist genau, es. Genau, genau. Genau so ist es, mein alter Freund. Ja, komm. Und Ganove. Dann reiten wir mal zu dem Bück. Ja, ich verreite mich hier gerade schon wieder, trotz Navi im Pferd. Und da vorne ist die Kapelle und da vorne ist auch der gute Fess. Ist das Kapelle Petra eigentlich? Kapelle Petra, genau, die kenne ich, ne? Der Happy Birthday Song haben genau, wir. Genau. Ich will jetzt mal hier anhalten. Ich muss mich natürlich immer hier umstrukturieren mit der Steuerung. Mitten auf dem Grab mal kurz gestoppt. Ja, aber easy. Da vorne ist er, der gute Mann. Und der ist wirklich richtig abgedreht, kann ich dir sagen. Der ist total verrückt geworden. Der gute Mann sucht eigentlich einen Schatz. Aha. Und ist also kein Kirchenmann, der hier. Und der muss hier irgendwo versteckt sein. Oh, da sogar ein Karren. Da bin ich ja mal gespannt, was er von uns will. Eine gemütliche Fahrt mit Freunden. Ja, quasi wie bei uns, ne? Hey John. Hey Partner. You what you need? Ready to help me? Not quite. Not quite ready. You see, I wasted a bunch of time looking for that last bit of map. And I got to thinking, Moses was a liar. And I imagined myself doing all kinds of unpleasant things to his corpse. And then I realized,
Realized you were sick in the head? That you needed to move on with your own limited time on Earth? No, partner. I realized Moses were no liar. The issue was Aiden O'Leary, who said he had the body. Aiden died in that flu epidemic, and the bodies weren't even buried yet. Got the body sitting in the back of that wagon behind you? Yes, sir. You're not even going to wait until they're buried before you... Well, they don't care, do you, boys? Honest folk off to a better place. Apart from that Aiden O'Leary fella, I never liked him. They say he lay with his sister. I don't like women, partner. I don't. Not since Mama died. Seth, what are you going to do with those bodies? I'm going to take them back to a nice quiet spot and look for the map. I needs the map, partner. I needs it. Come on! Loitering with the pile of dead bodies ain't exactly the best idea. All right, I know a secluded spot where we can search these sleeping beauties. Ja, typischer Gamer, das ist. Typischer Gamer, westlich nicht, mag keine Frauen. Alter, ich finde sein strahlendes Lächeln hat mich sehr überzeugt. Auf jeden Fall. Dayla! No need for the people of Armadillo to see my friends back here. Erinnert mich ein bisschen an Gollum. By the way, I saw Wes Dick. He told me there's no ammunition in that machine gun here. Sounds like I need to pay Irish another visit. Where are you? Come on, don't be shy. What did you say? I didn't say nothing. Are you talking to them? So what if I am? I feel less alone with them than in a crowd of people. The way I see it, they lost their soul, just like me. You're truly a sick man, Seth. You remind me of why I hate people. For a man who kills so much, you sure seem to have a problem with the dead. Life kills everyone in the end. They ain't so different from you and me. Aside from them being dead and rotting, I guess they ain't. All right, Seth, calm down. You talk to the corpses and I'll drive the wagon. Und los geht's. Da waren schon die Essen. Jetzt muss ich mein Bestes geben, denn die sind echt unfreundlich, die Burschen. Reiten und ballern. Pam. Zum Glück habe ich das mittlerweile schon recht gut drauf. Ich bin ja in dem Spiel bisher auch noch nicht gestorben. Ja, und der gute Seth ist mit uns da auf der Rückbank. Und wirft ein paar Sachen ab. Leichen, um genau zu sein. Der Typ ballert auf uns. Jetzt sind wir gleich bei der Mercer Station und da kommen noch mehr. Scheiße. Und ich komme vom Weg ab. Schau dir mal an, wie viele das jetzt sind. Baller ihn weg. Yeah. Fuck you. Das sind zu viele, mein Freund. Scheiße. Und schönen Rücken. Boah, das könnte richtig gut enden. Unser Wagen. Fuck you. Scheiße, Mann. Alter, sind das viele. Ja, richtig viel. Mach sie platt, den Fetten. Junge. Ich muss mich gerade konzentrieren, während Seth da hinten drauf ist. Kommt schon, Mann. Boah. Heiliger Bimbambino, sag ich da nur. Das war echt schneidig. Und so geht's auch öfter zur Sache hier, bei Red Dead Redemption. Where's my map? Come on. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ha. Scheiße, der Wagen brennt. Ich bin da voll durch. Oh, fuck. Und was jetzt? Scheiße. Ah, ich muss die Kurve kratzen auch noch. Komm, weg mit dir, du Penner. Los, den noch. Okay, wieder back on track. Heilige Scheiße. Und auf nach Tumbleweed. Mit einem brennenden Wagen. Da bin ich voll reingerast. Und ich dachte nicht, dass mich das anzünden würde, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich niemals erwartet. Aber da kann man ja nichts machen als verschlechter Cowboy. Er hat die Leichen aber auch durch jetzt. Unsere Pferde drehen übrigens durch, wenn ich die zu überstrapaziere mit dem Gepeitsche. Ist halt wie bei dir, wenn ich dich peitsche. Ja, ich drehe sowieso immer durch. Oh. Oh, yeah. Fuck. Ach, du Scheiße. Finally, months of searching. I'm gonna be Rick beyond my wildest dreams. Maybe then you can take a bath. Nächstes Mal nimmst du den Lowrider. Thanks, mister. I reckon I'll sit here a while trying to figure this out. I'm gonna be rich.
When you're done with that, get over to Fort Mercer. I need you inside that place. After I find my treasure, mister. Ja, Chris haben wir auf jeden Fall einen Gefallen getan, würde ich mal behaupten. Und dann kriegen wir auch $10 für. Und $10 waren damals ja schon eine ganz schöne Stange Geld. Stängel vor allem. Ja, so ein kranker Bastard. Der Sess ist auf jeden Fall ein kranker Bastard. Jetzt können wir theoretisch hier mit der Kutsche weiter rumdüsen. Und der hat ja tierisch viele Leichen ausgebuddelt, um hier diesen Schatz zu ergattern. Das ist ja eigentlich das Krasseste an der ganzen Geschichte. Aber ich muss sagen, ehrlich, so eine Kutsche lässt sich, wenn ich das mal so sagen darf, scheiße fahren. Das ist halt ein Familienwagen. Du brauchst was Sportliches. Genau, ich brauche was Sportliches, deswegen Napoleon Bonaparte. Mhm. Der war schon damals quietschfidel. Hä? Da ist mein Pferdchen, da kommt er. Ich habe ihn gerufen. Und treu wie er ist, treu wie er ist. Kommt 500 Kilometer, kein Problem, der ist sofort da einfach. Napoleon. Das treue Pferdchen. Napoleon, komm her, ich hab hier ein Leckerli für dich. Eine Möhre, eine Karotte. Pferde essen doch so gerne Karotten, ne? Und Zuckerwürfel. Zuckerwürfel, und die lecken auch an Salz. Das weiß ich nicht, so gut kenne ich mich mit Pferden nicht aus. So, wo reiten wir denn jetzt hin, mein Freund? Was haben wir denn in der Nähe? Zeig mal her. Ach, können eigentlich nur mal direkt zurück zu ihm. Aber da haben wir auch so eine Quest, der Witzbold. Ah, das ist ganz lange her. Das war von so einem unbekannten Typen, den ich mal hier irgendwo gefunden hatte. Ich glaube, bei Benedict Point war das damals. Guck mal, wenn du jetzt schon so weit im Westen bist, können wir doch mal kurz hinreiten einfach. Soll ich da hinreiten oder sollen wir das nächste mit Cess machen? Ach, mach, komm, bist du eh bei Cess, dann machen wir das nächste eben. Komm, dann drehen wir nochmal um mit dem Napoleon. Kratzen ja, mal die Kurve. Kein Problem. Oi. So, wo ist er denn? Der ist irgendwo da drüben. Was ist das hier überhaupt für ein krasses Dorf? Hier war ich ja noch nie, mein Freund. Sieht aus wie Hannover. Vor Ort. Hier wohnt der Sheriff. Hier wohnte der Sheriff, eine Geisterstadt. Boah, so ein abgefucktes Dorf. Tumbleweed, das Jail. Können wir uns mal anschauen eigentlich. Tumbleweed kennt er aber, ne? Das sind diese vorbeifliegenden Büsche immer. Wenn irgendwie in Western so Büsche vorbeifliegen, das sind immer die Tumbleweeds. Deswegen ist der Name wahrscheinlich auch ganz passend für das Dörfchen. Ja, Geisterstadt, ne? Weil da passiert sowas ja auch immer. Genau. So, jetzt bin ich, muss mir, glaube ich, nochmal gerade auf die Karte lugen. Denn ich finde, irgendwie reite ich die ganze Zeit an den Burschen vorbei. Hä? Es kann doch nicht sein, dass ich diesen Umweg nehmen muss. Ne, der will mich da über die Straße leiten, aber der muss doch irgendwo... Warte mal. Da ist er doch. Ich steig mal ab, da muss, ist er doch direkt hier um die Ecke, der gute Mann. Hören wir uns auf jeden Fall in dieser Folge noch an, was er zu sagen hat, würde ich mal behaupten. Natürlich auf dem Friedhof, was auch sonst. Ja, wie auch immer. Der kranke Bastard. Lass die Toten ihre Toten begraben. Oh, it's like that, is it? Huh? Not talking to Seth today? Oh, the old silent treatment. Oh, whoa. That's quite a stint. Hey, Seth. Seth, come back here. Oh, hey, partner. I was just looking for you. Looking for me? What? Over there? How you doing? I'm good. Well, see you later, partner. Where you going, partner? Nowhere. Okay. Nowhere wouldn't happen to be where that thing you're looking for is kept, would it? No, sir. No, sir. Come on, partner. Okay, I was just fooling. Partner, you know, the thought of that treasure does funny things to me. According to the map, it's somewhere in that big abandoned house. Traust du ihm? Nee, natürlich nicht. Aber wir brauchen jegliche Unterstützung. Deswegen bist du ja auch hier heute. Na ja, gut. Ich werde ein Auge auf den Typen haben. Mach das mal, mein Freund. Die Mucke ist cool, ne? Das kommt immer besonders geil in dem Game. Wir können übrigens auch laufen, theoretisch. Ach, du Heilige. Natürlich. Ich muss irgendwie Deckung finden. Verdammte Hacke. Rechts sind zwei. Da sind. Wo ist der Penner? Ich mach den nicht aus. Der ist oben. Da. Fuck. Und da kommen noch mehr. Scheiße. Ich wechsle mal die Waffe gerade. Ich nehme mal den Repetierkarabiner. Und jetzt, Freunde, wird aufgeräumt. Der ist irgendwo da drinne. Da ist er. Boah. Sohn einer Hündin. Heilige Scheiße, hier fliegen uns ja richtig die Kugeln in die Ohren. Deine Mutter war eine Kojoten. Oh, Backe. Schau mal, wie viele da kommen. Scheiße. Und alle sind sie beim Anwesen. Okay, Alter.
Die Frage ist, woher wissen die von dem Schatz und dass er hier ist? Da überfragst du mich ein wenig, aber ich muss gerade auch kämpfen, um hier unsere Haut zu retten. Die Haut von John Marston, unserem Westernhelden. Aber Cecil hilft uns auch, ne? Ja. Der Seth. Ich glaube, ich nehme mal gerade hier die Leichen auseinander, weil es ist nie verkehrt, zwischendurch mal sich einen Dollar zu schnappen und ein bisschen Munition. Denn es sind ja schon einige Feine. Ja, wir sind auch dabei, mein Freund. Und zwar so. Oh, scheiße, den haben wir nur Arme erwischt. Der Arme. Komm, schieß mir den scheiß Hut von der Glatze. Das wollte ich machen, aber da ist er aufgestanden. Hat einen Arschschuss bekommen. Schönes Rückenmark entfernt. Das merkt er sich. So, die anderen knöpfen wir uns auch noch vor. So viel muss noch drin sein heute. Zwei miese Schweine und einer noch im Haus. Shit. Zwei Mann. Noch im Haus. Boah, da liegt einiges an Munition. Da ist er. Aber die halten noch nicht so viel aus. Die sind schnell down. Und die sind fett und unbeweglich. Okidoki. Jetzt müssen wir die Hütte da stören. Da oben, da ist einer. Shit, kriegt den nicht so richtig. Moment, 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 Moment. Kommst du hinter die Mauer? Jetzt. Das ist ein Indianer, yeah. Oder? Das war ein Indianer. Der sah so aus. Ein Apache. Oder ein Irokese. Ein Alter. Apache 2.0. Geh doch einfach durch. Genau. Okay, da ist so, noch einer muss, drin. Der muss oben Scheiße. Sein. Der ist irgendwo am Fenster, glaube ich. Fuck, ich muss durchrennen. Ich muss durchsprinten. Darum können wir uns nicht kriegen, oder? Nee, eigentlich nicht. Doch, doch, doch. Der schießt hier durchs Holz teilweise. Der Heckenpenner. Da oben ist er. Rein hier. Ah, super. Der muss da oben irgendwo sein. Oder hat Cess den erschossen, der alte Grabräuber? Der ist jetzt gelb. Ist der im Haus? Der kommt da müssen wir hin. Raus. Ich glaube, der kommt hinten raus gleich, oder? Wir werden es sehen, liebe Freunde. In der nächsten Folge. Genau so. Red Dead Redemption. Bis dann, Cowboys. Yeah. Go on. We ain't got much time.